Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV zu einer neuen Folge WWE2K17 My Career. Heute ein Match gegen einen Abonnenten, den ich nicht kenne. Noch nie von ihm irgendwie in den Kommentaren gehört, wer er ist. Mark Barrett, bitte mal in die Kommentare reinschreiben, wer du bist, damit ich dich zuordnen kann, weil ich führe nämlich ein Logbuch. Da schreibe ich dann mal rein, welcher Charakter sich hinter welchem YouTuber versteckt. Außerdem haben wir noch Baron Blade gegen Rusev, Neville gegen Mark Henry, Curtis Axel gegen Sheamus, Kane gegen Heath Slater, Jaden Jett gegen Lance Xander, Brody Tyson gegen Jack Swagger, Jimmy und Jey Uso gegen die Wyatts und das war's. Und da beginnt auch schon wieder eine neue Folge auf meinem Channel. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, euer Tag war bis jetzt fantastisch. Mir geht's wunderbar. Ich bin auf jeden Fall bei SmackDown heute gegen Mark Barrett. Schauen wir mal, sehen wir wieder ein bisschen einen neuen Einzug unter anderem. Wir sind Rosemont, ganz viel Spaß heute. So, zack, die Usos gewinnen, Jack Swagger gewinnt, Lance Xander gewinnt, Kane gewinnt, Sheamus gewinnt, Mark Henry gewinnt, Rusev gewinnt. Und jetzt kommen wir zum Match gegen Mark Barrett. Irgendwie hat gar keine richtigen Stars dabei, oder? Relativ, ja, merkwürdig für eine SmackDown-Ausgabe. Normalerweise immer so Brock Lesnar im Open oder so. So, weiter geht's. Main Event Time. Mich skippen wir mal. Wir wollen Mark Barrett sehen. Oh, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, weil er ein Roman-T-Shirt anhat, dass er mit seiner Musik zum Ring kommt. Und er hat auf jeden Fall hier das neue T-Shirt von Seth Rollins an. Finde ich sehr cool, dass er sowas nutzt. Burn it down. Relativ exklusiver Einzug zum Ring. Die Haarfrisur ist auch geil. Da hat er einiges an Haarspray, glaube ich, benutzt, dass die so hält. Schön gleichen Friseur wie Sheamus. Ja, immer ganz gutes Haarspray. Es geht aber sehr, sehr langsam zu Ring. Hey, der Undertaker überholt den ja. Komm, das dauert uns zu lang. So, schauen wir mal. Ja, interessanter Style auf jeden Fall. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was er für eine Gesamtstärke hat. Und der erste Reversal. Was da denn los? Seth Rollins. Oh, Seth Rollins ist bestimmt sauer, weil Mark Barrett kein Logo. Hä, warte mal, irgendwie, das verstehe ich nicht. Jetzt hat mich auch gerade aus dem Konzept gebracht. Seth Rollins ist bestimmt sauer, weil er im Ring auf einmal das T-Shirt von Roman Reigns anhat und nicht mehr das Burn It Down T-Shirt. Denk mal, Seth Rollins will sich beschweren, was ihm einfällt, mit dem T-Shirt von ihm zum Ring zu kommen. Ist ja schließlich seins. Aber so kleiner Kritikpunkt von mir. Muss drauf achten, weil das ist jetzt ein bisschen ja, merkwürdig, dass du auf einmal ein anderes T-Shirt anhast, als das, was du beim Weg zum Ring getragen hast. Dass du das vielleicht nochmal abgleichst. Warum macht der denn jetzt nicht den... Ey... Er macht den Signature nicht. Jetzt aber. Ja. Yeah. Und da ist wieder der nächste Reversal. Wie kann es anders sein in diesem Spiel? Wie kann es anders sein? Die Hose gefällt mir eigentlich ganz gut, die du da trägst. Wie gesagt, das mit dem T-Shirt einfach nur mal drauf achten. Da hättest du einen richtig perfekten Core. Richtig perfekten Charakter. Oh Gott.
und Followaway Slam. Sitzt. Razor's Edge. So, Kopf ist noch gelb. Jetzt ist er orange. Och Mann, ey. Und es geht wieder nicht. Zu spät, ich war zu spät. Könnt ihr halt mal in die Kommentare reinschreiben, was das allererste Wrestling-Match war, was ihr gesehen habt. Bei mir war es, wie gesagt, habe ich schon öfters erwähnt. Oh, das war knapp. 1993, King of the Ring, Bret Hart gegen Razor Ramon. Ach shit, Mann. Mhm. Fort mit dir. Ha, kommt sogar der Elbow Drop. Hat er mir den Gefallen getan, sich auf den Rücken zu legen, sonst wäre es nämlich kein Elbow Drop geworden. Leg Drop. Ach Mist, stehen wir anscheinend ein bisschen zu nah da dran. So, jetzt. Spear Tackle. Schauen wir mal, ob es das schon war. 4 Sterne. Ob Michael Barrett da rauskommt. Nee, Michael Barrett wird mal weggesquashed. Ich glaube, man kann leider nicht mehr gucken, wie viele Punkte sein Charakter hat. Kannst hier mal reinschreiben, wie viele Punkte dein Charakter hat. Und wie lange du WWE 2K17 schon spielst. Der Evokester hier. Ah, ja, ja. Ja, mein Face-Status ist runtergegangen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ist okay. Nein. Ja, gut. Verlieren, das hätte ich sowieso nicht gemacht. So, dann machen wir mal weiter und schauen, was uns morgen bei Raw erwartet. Ein Match gegen Brock Lesnar. Ja. Schauen wir mal, ob das quasi auch die Generalprobe ist für den Pay-Per-View, der dann kommt. Ich bin gespannt. Ja, die Folge ist dann jetzt rum. Also die Generalprobe von Raw ist es sowieso, aber auch Brock Lesnar unser Gegner. Aber ich denke mal schon, dass Brock Lesnar unser Pay-Per-View-Gegner wird, denn wir haben aktuell keinen Fädenpartner. Und es war ja jetzt in den letzten Ingame-Monaten immer Neville. Und dann denke ich mal jetzt, dass es Brock Lesnar wird, weil der im Ranking... ja, auf Platz 1 ist. Na gut, Leute, also, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das mal mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne was in die Kommentare. Thema war heute, was euer erstes Wrestling-Match war, was ihr jemals gesehen habt. Würde mich freuen, wenn ich dazu ein Feedback bekommen würde. Können wir gerne auch auf dem Discord-Channel diskutieren. Link dazu unten in meiner Videobeschreibung. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Sehen und hören uns dann morgen um 12 Uhr wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut und ciao.